Ja, ein alter Bekannter steht wieder vor unserer Kamera, Rami Dekir. Rami, wo du Mitte September wieder für den FC Wacker Innsbruck aufgelaufen bist, war das doch für viele oder eigentlich für alle eine ganz, ganz große Überraschung, wie es dazu kommt. Ja, eigentlich wollte ich noch Profi bleiben, aber dann haben ein paar Sachen nicht gepasst und dann habe ich mich wieder für den FC Wacker Innsbruck entschieden, da meine Familie und ich mich hier sehr wohlfühle. Und ja, mir freut es sehr, dass ich wieder hier bin. Der Plan war ja, dass du ja mal so 2 Monate bei uns bleibst, allen Leuten beweisen kannst, dass deine Knie halten und dass dann wieder der Sprung in den Profifußball gelingen mag. Wie schaut's denn da aus? Ja, wegen die Verletzungen, es ist schon, ich glaube, über 2 Jahre her und seit 2 Jahren bin ich wieder fit. Und jetzt habe ich ja in der Hinrunde regelmäßig gespielt. Und eigentlich war der Plan, dass ich im Winter weggehe, aber jetzt haben wir uns so entschieden und ich hoffe auf eine sehr, sehr starke Rückrunde. Der Plan wäre ja fast aufgegangen. Ist ja kein Geheimnis, du hast ein Angebot aus der Türkei gehabt, aber das hat sich leider zerschlagen, oder? Ja, genau, ich habe Angebote aus der Türkei gehabt und es war eigentlich kurz davor, dann war leider das mit dem Erdbeben und ja, ist halt Schicksal und mich freut es aber auch, dass ich wieder hier bin zu Hause und werde mein Bestes geben, damit wir so viele Punkte wie möglich holen und aufsteigen. Die Vorbereitung ist lang, wir sind mittendrin. Wie läuft's denn so? Ja, die Vorbereitungen laufen gut. Wir trainieren fleißig und haben auch Krafttraining. Und ja, wir trainieren so stark und denke, wir werden gut in die Saison starten. Du hast ja natürlich von Anfang an gleich überzeugt mit deinen Qualitäten. Was haltest du von der Liga? Ja, es ist eigentlich schon sehr schwer, weil viele gegnerische Mannschaften hinten stehen und auch, vor allem die Auswärtsspiele sind sehr schwer, weil der Rasen nicht passt, der Platz zu klein ist. Aber ich denke, dass wir genug Qualität haben, dass wir das jetzt in der Rückrunde gut lösen und die Punkte holen. Wir haben ein paar Neuverpflichtungen getätigt, die, glaube ich, auch spielerisch sehr überzeugen können, oder? Ja, wir haben auch davor gute Spieler gehabt und jetzt haben wir uns verstärkt. Und mich freut es, wir sind eine junge, gute Mannschaft und haben viel Spaß in der Kabine. Und ich hoffe, es passt dann auf dem Platz auch und ja, wir werden erfolgreich. Dein Ziel ist natürlich nach wie vor der Profifußball. Vielleicht tut sich ja im Sommer wieder Fenster auf. Wie Genau, schätzt du sein? im Fußball weiß man halt nicht viel, deswegen will ich nicht über das viel reden. Ich konzentriere mich jetzt auf den FC Wacker Innsbruck. Wichtig ist, dass ich gesund bleibe und alles, was in Zukunft passiert, das wissen wir nicht. Du konzentrierst dich auf den FC Wacker Innsbruck. Das Ziel ist ja klar, man will Top 5 bleiben, sozusagen. Doch ein eigenartige Situation, oder? Dass man Fünfter bleiben muss, um in einer Liga zu bleiben. Genau, es ist ein bisschen komisch, aber andererseits ist es auch gut. Und ja, unser Ziel als FC Wacker Innsbruck ist immer, dass wir Erster werden. Wir sind ein Traditionsverein und unser Ziel muss sein, dass wir immer Erster werden. Du lebst ja in Innsbruck, du begegnest auch den Fans sehr offen. Die Fans stehen nach wie vor hinter dem Verein, das ist doch beeindruckend nach dem, was passiert ist. Ja, es gibt nicht viele Fans, die was so viel durchmachen und trotzdem hinter uns stehen. Und jeden freut es in der Mannschaft. Mich persönlich auch sehr, dass sie uns unterstützen. Und das schätzen wir sehr. Und hoffen, dass sie immer hinter uns sind. Okay, Rami, dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich bedanke mich sehr fürs Interview. Dankeschön.